Ich denke, ihr alle kennt Barry. Aber wusstet ihr auch, dass Barry einfach mal einen Bruder hat? Nein? Okay, ich ehrlich gesagt auch nicht. Bis heute. Und deshalb werden wir heute schauen, ob das Gefängnis von Barrys Bruder sicherer ist als das normale Barry-Gefängnis. Also ich nehme an, ihr wollt das Ganze nicht verpassen. Deshalb schaut das Ganze bis zum Schluss. Vergesst nicht wie immer einen Daumen nach oben da zu lassen, ne? Wenn ihr die Barry-Videos genauso sehr feiert wie ich. Ansonsten vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So, Freunde, wir sind jetzt endlich in Roblox angekommen und ihr könnt es schon sehen, wir befinden uns wieder mal im Gefängnis. Aber ich denke, man kann es auf dem ersten Blick sehen, es ist nicht das normale Gefängnis wie immer aus den Barry-Videos, sondern man kann schon sehen, es sieht auf jeden Fall anders aus und ich glaube, ich sehe da auch schon jemanden. So, Freunde, und jetzt kurz bevor es weitergeht, das heutige Video wird unterstützt von Honkai Star Rail. Honkai Star Rail ist das neue Rollenspiel von HoYoVerse, welche übrigens auch das bekannte Spiel Genshin Impact gemacht haben. Und natürlich ist das Ganze auch wie immer kostenlos und ihr könnt es auch auf allen Plattformen spielen, sprich auf dem Handy, auf dem PC und bald auch auf der PS5. Außerdem hat das Ganze auch schon mehr als 80 Millionen Downloads und das Ganze gerade mal nach weniger als 5 Monaten. Da spricht auch auf jeden Fall das neue 1.3 Update für sich. Denn da geht die Geschichte weiter auf Xianchulu plus eine fantastische Überarbeitung von dem kompletten Universum. Also mach dich bereit auf kosmetische Abenteuer in atemberaubenden Welten. Aber aufgepasst, es gibt etliche epische Schlachten und Teamstrategien, die nicht von dieser Welt sind. Aber neben dem coolen neuen Update gibt es auch noch einen neuen 5-Sterne-Helden. Und zwar ist dass der Imbibitor Luane. Er ist voller Stil und kraftbereit, Feinde mit seinem Wasserangriff zu durchnässen. Und das Ganze mit seinem drachenartigen Flair. Super cool. Aber das war's noch lange nicht. Es gibt noch einen weiteren erstaunlichen Charakter. Und dieser nennt sich Fushua, dem Leiter der Wahrsagungskommission. Sie verfügt über die nötige Intelligenz und den Ehrgeiz, Schaden zu reduzieren und das Team zu beschützen wie ein echter Superstar. Also, Freunde, Version 1.3 hat es auf jeden Fall in sich. Tauche in die Geschichte von Xianchu ein. Meistere das überarbeitete, simulierte Universum und erhalte 10 Star-Rail-Sonderpässe kostenlos, indem du dich einfach 7 Tage lang im Spiel anmeldest. Also, Freunde, das August-Update von Honkai Star Rail ist bald draußen, ne? Also drückt unbedingt auf den ersten Link in der Beschreibung, um das Ganze nicht zu verpassen. Außerdem könnt ihr den eingeblendeten Code noch in-game einlösen, um 50 Stellar Shades kostenlos zu erhalten. Also, Freunde, gönnt euch Honkai Star Rail noch heute kostenlos. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's mit dem Video. Ich glaube, das ist Billy, Freunde. So heißt nämlich der Bruder von Barry. Und ich glaube, der schaut da vorne gerade einfach Fernsehen. Also da muss ich schon mal sagen, macht ihr keine gute Arbeit. Denn Barry hingegen läuft immer durchs Gefängnis. Das seht ihr hier einmal ganz kurz eingeblendet. Und eigentlich ist er da auch immer am Furzen, ne? Und was macht Billy? Er schaut einfach Fernsehen. Aber das machen wir uns jetzt zu nutzen, denn wir müssen ja irgendwie einen Weg hier aus diesem Gefängnis rausfinden. Normalerweise ist da oben ja ein Lüftungsschacht. Der ist hier logischerweise nicht. Deswegen müssen wir mal gucken. Okay, wir sind auf jeden Fall schon einige Tage hier. Ihr seht es. Liegen auch einige Kekse, aber warte mal. Ihr seht, da ist so ein Kuchen und da steht Eat, also Essen. Anscheinend sollen wir diesen Kuchen hier aufessen. Da würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir essen den Kuchen. Okay, wir haben ihn aufgegessen. Und ich glaube, ich habe gerade irgendwie ein Item bekommen, so einen Löffel hier. Und da ist jetzt so ein Hinweis, dass wir zu einer Toilette gehen sollen. Warte mal, können wir diese Toilette... Man kann diese Toilette zur Seite schieben. Ich glaube, jetzt können wir uns damit hier einfach runtergraben und es funktioniert, Leute. Ihr seht, wir können uns jetzt hier wirklich einfach super easy runtergraben. Digga, warte mal, wo sind wir denn gelandet? Was ist das denn? Oh Mann, hier ist einfach irgend so eine grüne Brühe, die hier, oh Mann, rumläuft. Ey, das sieht echt nicht so gesund aus, Leute. Ich glaube, wir sollten jetzt hier gucken, dass wir schnell drüber kommen. Ey, Mann, also hier muss ich sagen, sieht es ein bisschen gefährlicher aus als im normalen Barry-Gefängnis. Wir sind irgendwie in der Kanalisation oder... Was ist das denn? Leute, hier schwimmen einfach Haie. Als wenn Billy, also Barry sein Bruder, hier einfach so Haie hingemacht hat, damit man hier nicht ausbricht.
Oh Mann, ich habe echt Angst, hier reinzufallen. Aber ich muss mal kurz gucken, wo geht's denn weiter? Ich glaube, man muss hier diesen Knopf drücken. Und ihr seht, jetzt fahren da einfach mal so komische Dinge aus der Wand raus. Ich glaube, damit können wir jetzt hier drüber springen. Okay, das hätten wir hinter uns. Hier ist jetzt der nächste Knopf. Aber ich höre gerade irgendjemanden schreien. Freunde, oh nein! Billy ist da vorne! Und er winkt uns zu. Ich glaube, er hat gesehen, dass wir ausgebrochen sind. Billy, das ist alles nie passiert. Oh Mann, wir müssen an Billy vorbei. Mann. Billy, du solltest vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Du hast ziemlich große Zähne. Und außerdem kriegst du auch schon graue Haare, du Blödmann. Okay, Leute, wir klettern jetzt hier schnell hoch. Bevor uns Billy gleich noch schnappt, Mann. Oh Mann, eigentlich auch voll lustig. Er heißt einfach Billy, fast so wie Barry. Also man merkt auf jeden Fall, dass die beiden Brüder sind. Und hier sind wieder ganz viele Morphs, aber die ignorieren wir jetzt mal. Wir müssen mal gucken, hier sind so Toiletten. Gibt's da irgendwas? Warum ist da einfach eine Barry Skibbidi-Dop-Toilette? Okay, wir ignorieren das einfach. Ist hier vielleicht... eine Kackwurst. Super. Okay, Leute, anscheinend geht's ja auch nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg hier rausfinden. Okay, warte mal. Da ist ein Lüftungs... Warte mal, Freunde. Billy ist einfach am Schlafen auf einmal. Was machst du denn hier? Er hat sich einfach einen Pool aufgebaut und chillt da mit einem Flamingo und einem Drink. Also, ihr merkt, Billy lässt es hier auf jeden Fall gut gehen. Ey, ich hoffe, der merkt das jetzt nicht, wenn ich das hier aufmache. Okay, er hat's nicht gehört. Schnell raus hier. Oh Mann, ich habe langsam echt ein bisschen Angst, dass uns Billy gleich schnappt, Leute. Halt einfach voll krass auch, dass Barry einfach einen Bruder hat. Okay, aber bevor wir jetzt hier reingehen, Freunde, sollen wir gucken, was hier ist? Weil hier geht's auch weiter. Okay, sollen wir uns jetzt entscheiden oder was? Ich weiß gerade nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Oh no. Da vorne ist wieder Billy auf einmal. Hast du eine Ratte? Und hier sind überall so Laser. Soll ich diese Ratte holen oder was macht die da? Ey, Freunde. Ah, da oben ist eine Trophäe. Mann, ich bin wieder hier angekommen. Das gibt's nicht. Ich habe diesen Laser berührt. Oh, Mann. Aber okay, ich bin hier wieder angekommen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier diese... Mann, oh mein Gott, ich bin so dumm. Was mache ich denn? Okay, letzter Versuch jetzt. Es muss doch einen Weg geben. Wir machen einfach das, was die hier vor uns machen. Ah, hier kann man durchlaufen. Ja. Sehr gut. Her mit der Trophäe. Mann, komm schon. Lass mich hoch da. Die blockiert. Oh, wir haben die Trophäe. Aber wer lacht da und hustet da so komisch? Oh, Billy ist immer noch hier. Oh Mann, er beobachtet uns. Ey, hör auf, so böse zu lachen, Billy. Oh Mann, Leute, wir sollten lieber schnell hier raus. Kann man hier raus? Nein, die Tür ist abgeriegelt. Wir müssen zurück. Wir müssen wieder in den Lüftungsschacht rein. Okay, wir haben jetzt Billy seine Trophäe geklaut. Ich glaube, das freut ihn nicht ganz so sehr. Das heißt, oh mein Gott, was ist das denn? Oh Mann, hier ist einfach so ein Kreissägenraum. Oh mein Gott. Leute, das Billy-Gefängnis ist ja mal abnormal krank. Oh nein, wir dürfen davon nicht getroffen. Ihr habt's gesehen, die wurde einfach aufgespießt. Digga, das ist echt geisteskrank, Leute. Also das Gefängnis ist wirklich 10-mal krasser als das normale Barry-Gefängnis. Also ich glaube echt, dass Billy seinen Job hier ein bisschen ernster nimmt als Barry. Aber okay, wir sollten jetzt schauen, dass wir nicht auf die Spikes runterfallen, sondern dass wir schnell hier ausbrechen. Und wir haben gerade mal 25% geschafft. Jetzt 28, das heißt, wir haben noch eine ganze Menge vor uns, das gibt's nicht. Wie groß ist denn das Billy-Gefängnis, Freunde? Okay, wir sind jetzt hier wieder im nächsten Lüftungsschacht, wir gucken mal, wo es weitergeht. Ey, Mann, ich finde das immer so aufregend hier, diese Gefängnisausbrüche, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich mag keine Lüftungsschächte, das wisst ihr. Oh Mann, wann sind wir endlich draußen, ne? Hier, glaube ich. Hä? Warte mal, hier geht's nicht weiter. Hä, oder doch? Ich bin gerade irgendwie durch das Bild durch... Mein Gott! Junge, hast du mich erschrocken, Billy! Freunde, das war ein unsichtbares Bild, so ein Poster, wo wir durch sind. Und auf einmal hat uns Billy geschnappt. Ja, da bist du wohl zu alt, um Treppen zu steigen, du Opa. Junge, da hat mich gerade übel erschrocken, Leute. Auf einmal hat uns Billy geschnappt. Woher soll ich denn wissen, dass er hier ist? Aber das ist quasi hier der Zellenraum. Ihr seht, da unten ist die Zelle, wo wir am Anfang ausgebrochen sind. Oh Mann, komm schon, mach auf hier. Hier ist gerade sogar auch ein Mädchen, was hier versucht auszubrechen, Leute. Vielleicht können wir mit ihr gemeinsam ausbrechen. Sie folgt uns. Ja, komm schon, immer weiter. Wir müssen raus hier.
Oh Mann. Oh, was ist das denn? Hier sind so Überwachungskameras. Schaut mal. Oh nein, die bewegen sich auch. Oh, schnell hier hoch. Oh mein Gott, Leute. Das sind Überwachungskameras. Ich glaube, sollten die uns einmal sehen, was das. Ey, dürfen uns echt nicht sehen. Komm schon. Schnell, 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 schnell. Oh. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Jetzt schnell hier rein und zack. Okay, weiter geht's, Freunde. Okay, wir sind jetzt hier wieder in der Kanalisation oder so gelandet. Ihr seht, da ist wieder so ein komischer Hebel, den wir umlegen müssen. Und jetzt können wir hier an der Seite entlang. Sehr gut. Ey, ich will echt nicht wissen, was passiert, wenn wir hier in die Säule runterfallen. Okay, wir müssen jetzt gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt hier so auf dieses Trampolin springen. Hä? Ey, das hat übel Spaß gemacht. Okay, das war cool. Okay, Leute, hier vorne ist der nächste Trampolinsprung. Wir legen den Hebel um. Laufen wir hier schnell drüber und Sprung! Oh. Nein! Okay, das war wohl anscheinend ein bisschen zu weit, Freunde. Aber egal, wir probieren es einfach nochmal. Und Sprung! Oh, ey, sie ist einfach auch vorbeigesprungen. Perfekt. Okay, jetzt nichts viel weiter. Sprung! Okay, wir sind oben. Digga, das war ein übel krasser Sprung. Aber okay, ihr seht, jetzt geht's hier an der Seite entlang. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass die Bretter irgendwie runterbrechen, ne? Aber sie sind stabil, sehr gut. Das heißt, wir können weiterlaufen und es wird gleich Zeit für den nächsten Trampolinsprung. Und Sprung! Okay, warte mal, was ist das? Das sieht gerade ein bisschen gruselig aus. Hier ist irgendeine Panzertür aufgegangen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass Billy gleich hier rauskommt. Hallo? Irgendwas stimmt hier gerade nicht, Freunde. Oh, oh mein Gott, da war Lava. Ey, irgendwas... Oh Mann, Freunde, Billy hat anscheinend auch einen Chefkoch. Der will uns auch mit seiner Bratpfanne vermöbeln. Genau wie im Barry-Gefängnis. Ey, yo, Mann, Billy Koch, wir können über alles reden. Sag mal, da ist die Bazooka, Freunde. Wir müssen die Bazooka schnell abmachen und ihn damit abschießen. Komm her. Oh, oh Mann, mach einen Abgang, Billy Koch. Ja, wir schießen ihn einfach mit Obst und Gemüse ab. Nimm das. Oh, Leute, wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Pschiu. Wir haben schon 64% vom Gefängnis hinter uns. Das heißt, komm, die letzten paar Schüsse. Nimm das! Oh, ey, komm schon. Ey, ey, beruhig dich. Ah! Okay, warte mal. Das war gerade sehr komisch. Er hat uns irgendwie fast geschnappt, aber wir haben es gerade noch so geschafft. Ihr seht, die Tür ist aufgegangen. Das heißt jetzt nichts wie raus hier, Freunde. Ich will nicht länger im Barrys Bruder-Gefängnis hier überleben müssen. Weil langsam ist es echt ein bisschen gruselig hier. Ich sag euch ehrlich, hier ist alles immer so... Ja... Jetzt wisst ihr, was ich meine. Hier ist alles so gefährlich. Das sind wieder irgendwelche Mega-Walzen. Hä? Help me. Leute. Da ist irgend so eine Gefängniswärterin. Ey! Oh Mann, die will mir hinterher rennen. Hallo. Oh Mann, help me. Ja, wir helfen dir. Hier ist eine Babykatze. Oh Mann, wir haben ihr geholfen, Freunde. Daumen nach oben dafür da lassen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier an ihr vorbeikommen. Oh Mann, beruhig dich, beruhig dich. Okay. Wir haben der Babykatze geholfen, Freunde. Warum auch immer hier eine Babykatze war. Jetzt. Genau. Jetzt müssen wir nur noch an den Walzen vorbei. Am besten ohne zu sterben, wie gerade eben. Ey, komm schon, bitte treff mich nicht. Oh Mann, ey. Wie schnell bewegen die sich denn, Junge? Das ist ja abnormal. Okay, Leute, wir sind im nächsten Prison-Raum. Ihr seht, hier sind einfach Bürger, auf die wir jetzt hier so drauf springen. Auf die wir drauf springen müssen, Freunde. Und am besten springen wir nicht in die Soße runter, sonst habt ihr gerade gesehen, was passiert. Aber okay, jetzt geht's hier einmal weiter über die Lava. Und ich glaube, diese Steine, die bewegen sich nach unten. Oh mein Gott. Ey, komm schon, es muss doch irgendwo jetzt gleich mal hier ein Ausgang sein. Okay, jetzt ist die Frage, dürfen wir die Donuts berühren oder dürfen wir sie nicht berühren? Ich glaube, wir dürfen sie nicht berühren, Leute. Oh Mann, das ist... Hä? Junge, wie schwer ist das denn? Wie soll das denn gehen? Okay, Leute, das ist echt nicht einfach, hier die Donuts nicht zu berühren, ey. Ich habe gerade so einen Triple Jump gemacht, das war unglaublich. Ey, komm schon, jetzt nicht von diesen komischen Dingern hier getroffen werden. Hä? Wir müssen das irgendwie deaktivieren, Freunde. Oder auch nicht? Ah, wir müssen warten. Okay, das war sehr gut. Wir haben es einfach perfekt hier durchgeschafft. Aber warte mal, was macht Billy da denn schon wieder? Und warum bist du auf einmal so groß? Ey, Leute, meint ihr, es wird am Ende einen richtig krassen Endboss-Fight gegen Billy geben? Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir snacken uns erstmal hier so einen Keks rein. Damit wir hier wieder unsere Superpower bekommen. Ja, wir sind super schnell jetzt einfach. Jetzt nicht von Billy getroffen werden, sehr gut. Okay, einfach an den Keksen hier vorbei. Super easy und direkt hoch in den Lüftungsschacht. Oh mein Gott, wir sind gleich am Ende. Ihr seht es, 92% haben wir schon hinter uns. Oh.
das denn? Das ist einfach ein Billy Mac Burger Roboter. Oh Mann, er ist unnormal groß. Mann, beruhig dich. Oh, Leute, ich glaube, wir haben ihn ziemlich sauer gemacht. Er kann irgendwelche Spikes aus dem Boden rausschießen lassen. Aua! Junge, wie stark ist der denn? Leute, er ist 10-mal krasser als Barry, ich sag's euch. Brecht niemals aus dem Billy-Gefängnis aus. Junge, was ist das denn für ein Endboss-Fight hier? Er schießt irgendwelche richtig krassen Spikes aus dem Boden. Und er macht irgend so einen Monsterschlag die ganze Zeit. Ey, komm schon, wir müssen ihn weiter abballern. Friss meine Paprikas! Ey, komm schon, wir haben es doch gleich geschafft. Wir müssen uns kurz hinter der Wand da verstecken und uns in Sicherheit bringen. Ihr seht's oben rechts, wir sind gleich tot. Okay, kurz in Sicherheit gebracht. Und jetzt ganz gekonnt die Burger schießen. Nimm das, Billy! Das ist dein Ende! Ich glaube, der versinkt gerade irgendwie im Boden, Freunde. Warte mal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da vorne ist so ein Burger-Auto. Ich glaube, da müssen wir jetzt rein. Das ist der Ausgang. Ich weiß, es hört sich unrealistisch an, Freunde, aber ich glaube, wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Rein hier? Hallo? Oh, wir fahren raus. Ja! Leute, wir sind einfach am Ende angekommen. Oh mein Gott. Wir sind einfach mal aus Barry seinem Brudergefängnis ausgebrochen. Oh mein Gott, war das krass. Ey, es hat richtig Spaß gemacht, weil ich fand, das Gefängnis war richtig krass sogar. Also, Freunde, wenn euch das Ganze genauso sehr gefallen hat wie mir, lasst ihm einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.